Erhalten das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die psychotherapeutische und psychosoziale Versorgung der Flüchtlinge und Asylsuchenden gehört zu den besonderen Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben. Viele Flüchtlinge, das wissen wir alle, kommen traumatisiert zu uns. Sie haben schlimme und oft allerschlimmste Erfahrungen hinter sich. Gewalt, Folter, Gefangenschaft, Vergewaltigung, sexueller Missbrauch und über alle Bevölkerungskreise hinweg, alt und jung und immer wieder Frauen und Kinder. Wir haben dieses Thema heute nicht zum ersten Mal auf unserer Tagesordnung. Im September letzten Jahres, die Situation war damals nicht gerade von Übersichtlichkeit geprägt, war uns nur klar, unser ganzes Staatswesen auf allen Ebenen war gefordert. Und wir benötigen immer noch die Hilfe aus allen Ecken der Gesellschaft. Immerhin können wir heute sagen, wir kennen nun recht genau die Dimension, die wir als Gemeinwesen zu bewältigen haben. Und wir sagen allen Dank, die sich so engagiert in diesem Dienst gestellt haben, den professionellen Unterstützern, ebenso wie den spontanen Initiativen bis hin zu den vielen anonym helfenden Händen in unseren Dörfern und Städten. Aber was man unter einer notwendigen psychotherapeutischen und psychosozialen Betreuung von Flüchtlingen zu verstehen ist, darüber werden wir wohl auch in der Zukunft noch eine Menge unterschiedlicher Auffassungen haben. Konkret geht es um die Frage, wie hoch die Zahl der Flüchtlinge ist, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung so sehr leiden, dass sie einer akuten Behandlung bedürfen. Die bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer, kurz BAF, verweist auf eine aktuelle Review-Studienlage der letzten 25 Jahre in Deutschland, wonach bei Flüchtlingen eine Gesamthäufigkeit für die posttraumatische Belastungsstörung zwischen 16 und 55% liegt. Diese Streubreite zeigt aber auch an, dass wir es mit Schätzungen zu tun haben, die auch immer ein Griff ins Dunkle sind. Vor gut einem Jahr haben wir festgestellt, dass es bundesweit in den 23 psychosozialen Zentren etwa 130 Psychotherapeuten mit einer Betreuung von 4.000 Flüchtlingen gibt. Heute wissen wir, dass die Situation in den Aufnahmelagern erheblich entspannt ist und viele Flüchtlinge bei uns mittlerweile in Integrationskursen lernen und damit irgendwie im Alltag angekommen sind. Das verlangt viel von den Flüchtlingen ab, das weiß ich, aber es hat auch einen therapeutischen Wert für die Bewältigung einer schwer erträglichen Vergangenheit. Damit will ich nicht sagen, dass wir das Problem der psychotherapeutischen Versorgung der Flüchtlinge erledigt hätten. Aber die Koalition war auch nicht untätig. Der Bund hat in diesem Jahr aus dem Haushalt des BMFSFJ die BAF mit rund 3 Millionen € gefördert und bemüht sich zurzeit, eine Förderung für 2017 sicherzustellen. Ich appelliere hier auch an die Haushälter, dies zu unterstützen. Der Bund steht hier in Gestalt des BMG in Gesprächen mit dem BAF, um die Möglichkeiten zusätzlicher Ermächtigungen für psychosoziale Zentren und ambulante Psychotherapeuten zu eröffnen, damit Flüchtlingen angemessen weiter geholfen werden kann, wenn sie nach den Grundsätzen der GKV zu versorgen sind. So wollen wir auch dazu beitragen, dass über die Akutbehandlung hinaus schwerere Fälle einer posttraumatischen Belastungsstörung durch eine Anschlussbehandlung therapiert werden könnte. Und generell müssen wir darauf achten, dass wir nicht überreagieren. Eine vollumfängliche Akutversorgung musste 2015 aufgrund der hochschnellen Flüchtlingszahlen eine Illusion bleiben. Wichtig ist jetzt, dass wir die Nachversorgung sichern. Auch diese Aufgabe bleibt gerade vor dem Hintergrund der sprachlichen und auch der kulturellen Barrieren weiterhin eine besondere Herausforderung. Mein Fazit: Wir folgen dem Grundsatz, wir fahren auf Sicht. Mit diesem Grundsatz ist eine frühere Koalition schon einmal sehr erfolgreich gewesen. Die Opposition folgt dem Grundsatz, man kann gar nicht genug machen. Und da bleibt nur die Ablehnung der Anträge. Vielen Dank. Zum Schluss dieses Tagesordnungspunkts.